schön, dass ihr wieder zuschaut. Ich habe Mohammed Mo besser bekannt und in der deutschen Community gerade in der Games, von der Gamescom kennt ihn eigentlich jeder. Mit Handtuch. Also, genau, mit Handtuch, die Rampensau. Und vielleicht würdest du dich aber freundlicherweise mal vorstellen für alle, die dich doch noch nicht kennen. Hallo, freut mich erstmal, danke, dass du auch hier bist und ihr auch. Mein Name ist Mohammed Fadel. Mo, eher bekannt in der Industrie selber, seit 12 Jahren. Head of Global Competitive Gaming für Wargaming, das heißt E-Sports, Clans, Metagames, alles unter einem Hut. Und ich habe halt die Ehre, euch hier zu begrüßen, Grand Finals 2016 hier in Warschau. Ja, sehr cool. Also da ist ja dein größtes Baby wahrscheinlich. Aber wie gesagt, bevor wir jetzt zu den Grand Finals gehen, Thema Gamescom ist eigentlich jetzt nicht so dein klassisches. Also ja, für dich schon. Aber freut man sich da überhaupt noch drauf? Weil das Event ist ja schon sehr schlau. Die Sache ist, ich habe Gamescom immer geliebt. Das ist jetzt die 7. oder 8. Gamescom, wo ich mitmache. Auf der Bühne umhüpfe als Äffchen. Aber ich liebe es einfach, weil wir haben die Möglichkeit, nur auf der Gamescom so direkt mit den Spielern zusammen zu sein. Es ist wirklich ein Event, wo wir sein können. Wir können die Geeks sein, die Developer, die Spieler. Wir sind Mitspieler, Geeks. Und da ist kein Unterschied, da gibt es keine, besonders auf der Bühne und auf dem Stand, da gibt es kein Business, da gibt es nichts. Es ist einfach nur eine richtig geile Zeit. Ja, also ich glaube, es macht jedem in der Industrie Spaß, aber jeder ist auch dann gefühlt so am letzten Tag froh, wenn es nach Hause geht. Ja, und du bist ja 12 Stunden fast am Tag, nur rumhüpfen und schreien und kreischen mit ganzen Leuten. Einfach Laune, aber wenn du 5 Tage Party machst und 4 Tage, dann denkst du, okay. Ich warte schon, bis es deinen Konterfei irgendwo so gibt und auf T-Shirts draufsteht. Das wird ja immer in den Streams immer hart gefeiert. Aber jetzt mal zu den Grand Finals natürlich. Das ist 2. Tag heute, die Viertelfinale stehen an. Wie ist nur dein Zwischenfazit bisher? Zwischenfazit ist unser größtes Event ever so far. Wir haben über 4000 Seats draußen. Gestern war der ruhige Tag, wo wir eigentlich dachten, okay, wir testen. Wir haben die ersten Pre-Match, Matches. Wir haben schon super harte Spiele gestern. Navi auch die Actions, die wir betrieben haben. Neues Gameplay gezeigt haben, Tanks umschmeißen, in Häuser reinschieben auf der Seite. Sehr kurios. Wer macht sowas? Wer macht sowas? Top-Spieler, die abkommen. Also war schon wieder Highlights gestern schon. Und heute ist halt der Tag. Heute ist the Grand Finals. Heute ist das der Tag, wo alle drauf gewartet haben das ganze Jahr. Und man sieht auch Schlangen immer noch draußen, Leute reinlassen. Die Halle ist schon fast komplett voll. Wir haben immer noch große Schlangen draußen. Also ein bisschen, mal schauen, wie wir das alles handhaben. Aber wir werden halt Top-Spiele sehen. Und wer weiß, hoffen, dass die guten Jungs, die Kassner Crews, sind groß geworden mit denen. Ja, ist so. Dass die einfach der Welt zeigen können, aus welchem Holz sie gestützt sind, das wäre halt top. Das wäre top. Wie gesagt, man freut sich, glaube ich, auf dem Livestream, wenn man sie sieht, dass man sie abschießt. Aber genauso ist er, finde ich ehrlich. Aber genauso freut man sich auch, wenn sie bei sowas weiterkommen, ganz weit und da überraschen. Ja, und weil du schon Navi angesprochen hast, also Navi hat ja wirklich da schon phänomenal losgelegt, aber welches Team hat dich dann erstmal am meisten überrascht, wo du sagst, so, boah, hat die nicht auf dem Zettel? Schauen, die mich am meisten überrascht haben, ehrlich, obwohl die jetzt auch draußen sind, die haben Eclipse. Mhm. Eclipse, das sind Starken, das sind Team, das sind Schüler, das sind ganz, ganz junge Knaben, das ist im ersten Mal auf der großen Bühne. Die haben mich überrascht, überhaupt bis sie so weit kommen. Und gestern haben sie mir einfach eine Performance gezeigt, auch wenn sie verloren haben. Die sind nicht untergegangen ohne Kampf. Die haben Battles gewonnen, Matches ausgeteilt, wo man denkt, wow. Und gegen Top-Teams, gegen Teams, welche schon seit 5, 6 Jahren in der Pro-Liga sind. Und die Jungs spielen zum ersten Mal, und denke ich mir, das ist ein Talent. Wenn die so bleiben, wie sie sind, und die nächsten 2, 3 Jahre wachsen, dann sind sie 20, 21, die Buben. Und dann haben die eine Karriere vor sich in der E-Sport-Szene. Mein lieber alter Falter. Also. Ja, gerade World of Tanks ist ja dann prädestiniert, dass du echt nicht mit 19 der Pro-Player bist, sondern mit 25 bist dann draus, weil die Reflexe weg sind, sondern World of Tanks ist ja, das ist ja das Geile an dem Spiel, dass es einfach da ein bisschen mehr Talent und mehr Taktik einfach mit sich bringt. Das ist genau das, was die halt auch mobilisieren hat, wo sie verloren haben. Der Grund, sie sind gerusht, sie haben schnell gespielt, coole Spiels gemacht, schnell reagiert, aber World of Tanks ist nicht das alles. Ja. World of Tanks ist das Team, die Strategie. Soll ich jetzt so rushen und schnell zeigen, wie schnell ich schießen kann, bringt dir nichts. Du musst die Erfahrung haben, du brauchst die Geduld, du musst genau wissen, okay, das ist jetzt meine Map, wie halten wir diese Straße, wie können wir uns vorwärts pushen. Und das auf Erfahrung. Da World of Tanks, die Pro-Spieler, die richtigen Tops, die fangen erst mit 25 plus an.
ja, das wo ist werden Spiele ja. aufhören. Ja, richtig. Weil du jetzt schon gesagt hast, Erfahrung und Taktik, und es gab jetzt eine, oder gibt jetzt eine große Neuerung, die das Thema Taktik und, beinhaltet, und das sind die T10-Panzer. Wie kam es da überhaupt dazu? Da muss man komplett zurückgehen zu den Main E-Sports. Als wir angefangen haben, haben wir einfach 7 gegen 7 und Punktesystem aufgestellt. Mhm. Bisschen getestet in Teams, okay, das soll so funktionieren. Und dann haben wir angefangen, und in den letzten 3 Jahren haben wir sehr viel Erfahrung gesammelt. Ja. Und jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir merken, ehrlich sein können zu uns selber, okay Leute, wir haben das 3 Jahre so gemacht, sind das wir? Ist das unser E-Sports? Ja. Wir wollten die ganze Zeit E-Sports sein, dass alle gesagt haben, hey, du willst E-Sports sein, das muss ein kleines Team, so musst du sein, ansonsten bist du nicht E-Sports. Ja. Und jetzt haben wir zum ersten Mal, letztes Jahr, angefangen, uns wirklich selbstkritisch hinzusetzen. Was sind wir? Was wollen wir sein? Was wollen unsere Spieler? Haben wir die Spieler gefragt, die Community gefragt? Alle haben gesagt, gibt uns Tier-10-Settings, gibt uns Endcontent. Wir wollen High-Level-Endcontent sehen. Wir wollen nicht wieder die 8, die jeder hat, spielt hier 10, die besten Settings sehen auf dem besten Skill-Level. Dann haben wir letzte Season einen Change gemacht und wir haben 60% Increase in Viewership gehabt, 60% in Time Spent. Die Leute sind von 16, 18, 20 Minuten Average hoch auf eine Stunde. Wir bleiben im Match komplett da gefesselt. Und das war für uns ein ganz großer Indikator, der erste Kickoff jetzt, ist ein Sneak Peek, dass wir dieses Jahr ganz, ganz hart arbeiten werden, bis Ende des Jahres, um unser Wargaming League Format komplett zu ändern. Sneak Peek, kannst du das vielleicht so ein bisschen erörtern? Okay, muss ich auch was so sagen. Du darfst, sag ruhig das, was dir so im Kopf kommt. Hast du einen Job für mich? Die Sache ist, unser Core-Gameplay, 99% eurer Spieler spielen random jeden Tag. Auch wenn die Clans 7-7 spielen oder 10-10 in Skirmish und Stronghold. Das alle Spieler gemeinsam haben, unser Core. Unser Random 50 gegen 50. Ja. Das ist, was wir jetzt verstanden haben, was wir angehen müssen. Das heißt, wir wissen jetzt, wenn unsere E-Sports hat einen Platz in unserem Player-Journey, hat einen Platz in unserem Spiel. Wir verstehen jetzt, was sind wir eigentlich. Wir sind Entertainment-Creator auf höchstem Level. Dass die Spieler sehen, okay, das ist der Endgame, das sind die Tanks, die ich spiele, die mein Freund spielt, die ich spielen möchte. Und das Format, das ich jeden Tag spiele. Ja. Das ist der große Change, den wir jetzt testen werden, dass wir von 7 vs. 7 zu 15 vs. 15 gehen, was ein gigantischer Schritt sein wird. Logistisch und alles natürlich eine Wahnsinnsaufgabe, aber ich glaube natürlich auch für den Spieler da draußen ist es wirklich sehr sinnvoll, weil er endlich das Spiel sieht, was er jeden Tag selber auch spielt und nicht, wo er so gefühlt nur aus dem Stream kann. Ja, genau, also jetzt sieht er zwar, okay, cool Tank Action, aber es ist nicht 100% das Spiel, das er spielt. Genau. Das ist die Sache, das müssen wir ändern. Auch wenn alle unsere Command haben, weil keiner wird das je machen. E-Sports so hinzustellen. Alle probieren kleiner zu werden und die geht fast dreifach so groß. Aber die Sache ist, wir müssen es, wir verstehen es jetzt, das sind wir. Wir sind World of Tanks. Es hilft nicht, wenn man mit hier Leute, Millionen von Spielern pro Tag. Ich weiß, ihr liebt das Spiel, 15, 15. Ja. Aber schaut mal hier, das sollt ihr spielen, das sollt ihr zuschauen. Ja. Also man sagt mir dieses. Wenn der Berg nicht zum Profit kommt, geht der Profit zum Berg. Und sagt, okay, Leute, wir müssen einfach jetzt eingestehen, wir können sehr viel besser sein. Wir können improven. Und das kommt mit Erfahrung. Das kommt mit Selbstsicherheit. Wir haben jetzt in den letzten 3 Jahren viel Erfahrung gemacht, haben Tier-Changes gemacht, Format-Changes. Und jetzt sind wir selbstsicher genug. Die Pro-Teams, wir als E-Sports-Team und die Szene selber sagen können, hey Leute, lasst uns machen, was richtig ist. Für das Spiel, für die Audience, für die Pro-Spieler. Jetzt haben sie 2-3 Millionen Viewer. Stell dir vor, jetzt hier Leute, ihr habt jetzt ein Spiel, das nicht interessant ist für 2-3 Millionen. Ihr macht ein Spiel, das interessant ist für 10 Millionen, 30 Millionen, 40 Millionen Spieler. Das ist halt der große Unterschied. Ja, das ist, glaube ich, die Zukunft. Und es ist schön, dass ihr das auch so erkannt habt. Und man muss ja aber leider, oder man muss sich dann schon nennen, dass am Anfang ja der E-Sport euch ein bisschen aufgedrückt worden ist. Das Format wurde ja euch erstmal so gewissermaßen von der Community vordiktiert. Und jetzt ist es schön, also, dass ihr wirklich dazu sagt, okay, nee, jetzt machen wir das zu unserem E-Sport und so wie das halt wirklich ist. Und wie gesagt, die ersten Matches und das, was man gestern gesehen hat, alleine mit den Tier-10-Panzern, das war phänomenal. Und das ist auch die Zeit, das war sehr sinnvoll, das wieder ein bisschen zu erhöhen. Es ist ein sehr, sehr rundes Spielgefühl und natürlich ist die Atmosphäre auch dann in dem Rahmen nochmal schöner, ohne Frage. Es ist komplett was anderes. Du hast ja recht gehabt. Wir haben gerade am Anfang, weil die
Teams, die kamen, wollten E-Sports unbedingt haben. Das waren halt kleinere Gruppen. Und die haben gesagt, hier Leute, wir sind 5, haben wir anfangs gesagt, wir können über 8, haben wir mit zusammengearbeitet, okay, 7, wie du gesagt hast, Mann, wir wussten es, ja. Keiner wusste es. Das war was komplett Neues. Jetzt mit der Erfahrung, okay Leute, wir haben 99,9% der Spieler, die das Spiel spielen. Ist es nicht interessanter für euch als Pros, dass ihr zu 99% der Community reden könnt, ja. Anstatt zu 1, 2, 3%? Ja klar. Ich glaube auch, die sind da schon so ja. dankbar, dass dann heißt, okay. Und man muss ja auch dazu sagen, die spielen ja auch, jeder Pro-Player, mit dem ich mal selber zusammenspiele oder spielen darf, der sagt auch, ja, spiel mal Tier 10. Ja. Der hat ja selber auch gefühlt immer keinen Bock auf Tier 8. Ja. Ich hätte mich wohl spielen, aber der will 10er spielen. Ist so. Ist so. Ja. Auch wenn du mit Tier 10er spielst und das Erlebnis ist halt eine andere Welt. Ja. Es ist ein komplett anderes Erlebnis. Es macht, das Spiel fängt bei Tier 10 an. Ja, so ist es. Ganz genau so ist es. Das ist, und das ist der Endcontent, der will ich auch dargestellt. Ja. Bisschen weg vom Thema Panzer im Allgemeinen. Ich habe auch noch so ein bisschen in der Community gefragt, was die so gern fragen würden. Und ist denn vorstellbar, Qualifikationsturniere national zu machen? So zum Beispiel, ich bin ja aus München und da gab es früher, bin ich leidenschaftlich gern zu Into Friday Night Games gegangen, habe mir zuerst da live angeschaut. Gibt es sowas? Ja, wir arbeiten zurzeit an 2 Tools. Features. Eins ist schon halbwegs live, ein Tournament Management System, wo wir Turniere ganz, ganz einfach erstellen. Menschen können online und das, die erste Phase erlaubt uns, eine Riesenmasse von Turnieren zu erstellen. Die zweite wird ihnen erlauben, vielleicht sogar Spieler Turniere erstellen lassen in diesen bestimmten Gebieten oder Gruppierungen. Und ein anderes Tool, wo wir anschauen, ist, dass wir. Ich nehme mich ein bisschen weit aus dem Fenster, weil ich so auch noch sagen muss. Dass wir zum Beispiel Ratings machen können und Rankings based on Region, zum Beispiel in München. Hey München, nee, du bist Nummer 3 aus deiner Straße, ja. Oder aus deinem, die Straße aus München. Ja. Oder Nummer 3 aus deinem Bezirk mit dem Tank. Mhm. Und dann können wir Turniere machen darum, hey, du bist der Beste aus deinem Gebiet, Turniere, das, ja, das du hast genau diesen Oldschool-Approach wieder. Dass wir sagen, hier Leute, warum machen wir das eigentlich nicht? Ich habe bei Dark Age of Camelot geliebt, dass ich jeden Tag sehen konnte, was, denn ich konnte nicht Wochen spielen am Stück. Ja. Aber ich habe Wochenende Zeit gehabt, ich war sehr, sehr gut und dann war ich in Top 10 in den Wochenenden. Ja. Da konnte ich sagen, okay Leute, ich bin nicht so schlecht wie alle sagen. Ja klar, und das, also ich glaube, ich finde auch schön und das ist ja wieder, wenn ich sehe, wie LAN-Partys früher, wie sowas gehypt worden ist, mittlerweile ist alles so sehr online. Ich finde es eigentlich schön, dass es so wieder ein bisschen back to the rules geht, ja. Und ein bisschen mehr offline stattfindet und man das Ganze wieder zelebriert und gerade der E-Sport ist dafür prädestiniert, ja. Dass der E-Sport wirklich als Sport gelebt wird und nicht gefühlt nur in den eigenen vier Wänden. Nee, da gebe ich auch komplett recht, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich komme vom Community-Background. Ich liebe diese Events, wo man, es müssen alles Pro-Spieler sein, du hast einfach dann 300-400 Spieler, kommen zusammen, eine große Halle gemietet, hab ich geliebt als Team, in Studienzeiten, PC eingepackt, hingefahren mit 6 Kollegen und einfach eine Woche durchgeführt. Das sind die besten Zeiten und das haben wir verloren. Ja, leider ja. Und das können wir wiederbeleben, auf eine bestimmte Art und Weise, natürlich angepasste Zeit. Natürlich. Aber es können wir wieder haben. Ja. Und das ist etwas, das ich denke, langfristig wäre es schön, wieder sowas zu sehen. Es muss nicht der super Boom sein, aber es ist haben wir. So ein bisschen, ja, ja. Definitiv. Ja, letzte Frage, ganz anderes Game, Warships. Heute im Laufe des Tages, 18:30, gibt es ja ein nettes Match, wo ja praktisch auch mal den Panzerfahrer da draußen das so ein bisschen näher gebracht wird. Ja, und was ist denn da der Hintergrund und was ist da der Gedankengang dahinter? Das macht es ja nicht nur, weil Warships. Nein, der Gedankengang ist, okay, bin ich ein kleiner Egoist. Ich habe Warships, als ich erstmal gespielt habe, habe ich festgestellt, dass ich, als ich zerstört wurde, bin ich nicht aus dem Spiel rausgegangen. Das ist mir 3, 4, 5, 6, 10 Mal passiert. Und dann habe ich realisiert, warte mal, wenn ich Tank spiele, gehe ich rein, gehe meine schöne ISO, geh los, probiere, was alle hassen natürlich, der Tank Destroyer, der Scout spielt. Aber am meisten Spaß macht, ja. Muss man leider sagen. Außer wenn du einen anderen Light hast, der um dich herumfährst, ja, und die 40 stehen. Und das zerstört, raus, ja. Nächsten genommen. Ja. Zerstört, raus, nächsten genommen. Das ist halt diesen Intensity hier. Und Chips war das bei mir nicht so. Dann habe ich die anderen Kollegen gefragt, die Leute, ich spiele mal, habe ich dazu geschaut, wie ich verhalten habe. Und die Mehrheit bei uns in eigenen Reihen ist nicht aus dem Spiel, wenn sie zerstört wurden, rausgegangen. Die sind zu ihren Kollegen gesprungen. Die haben auch mal zugeschaut. Da habe ich gesagt, ist ja interessant. Mhm. Da ist ein Entertainment-Faktor schon vorhanden. Ja. Weil diese, du hast gemeint, oh, er schießt. Du siehst 5, 4,
3, 2, du siehst den Einschlag. Der allein die Ansicht ist ja schon genau phänomenal. Und du fliegst aus Ammunition, du siehst ankommen und den Torpedos. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist super interessant. Das ist ja als Entertainment-Faktor wie ein Film. Ja. Und da haben wir angefangen mit den Chips-Developern zu reden und haben gesagt, Leute, ihr habt ein Riesenpotenzial für E-Sports. Ein Riesenpotenzial, weil das E-Sports ist ein Pro-Spieler. Skill hat jeder. Ja. Aber wenn die Pros rücken, kann man zeigen, Skill. Aber das ist auch der Training, das Viewing, das Watch, das ist also zum Zuschauen, das macht es aus. Und dann haben wir jetzt die Developer einen Spectator-Mode gemacht, was wir heute sehen werden, ist nur für diese Bühne hier. Die haben extra entwickelt in den letzten Monaten für diese Clients hier, dass wir einen Spectator-Mode haben. Ist es nicht wie World of Tanks. Wir fangen erst gerade an damit. Aber wir wollen der Welt zeigen, nicht nur Tanks spielen, wir wollen der Welt zeigen, hey, guck mal, was für ein Potenzial dieses Spiel hat als Entertainment auch. Absolut. Dass du einfach zuschauen kannst, hey, das ist ja wie ein Film einfach. Das soll für mich und für die ganze hoffentlich Industrie und auch für unser Team der Einleitung sein, hey, lass uns anfangen, da eine Community aufzubauen. Wir haben eine riesen Community, aber aufzubauen, die auf Turniere geht, auf den Spectator-Mode geht, auf den Streamer-Mode und am Ende bei dem Discord-Mode geht. Und das ist jetzt für uns, um zu zeigen, die Leute, was denkt die Welt davon? Wie fühlt ihr euch? Denn weil wir so fühlen und denken, was jetzt richtig ist. Aber ich denke mir jetzt, wenn wir das zeigen, das Feeling, das man haben kann, ist einzigartig. Es hat kein anderes Spiel diesen Climax auf. Hat kein Spiel. Kein Spiel, das ich kenne, baut wirklich auf. Erstens, du weißt es Schiffe, du verstehst, was passiert. Jeder, meine Oma, mein Opa, meine Mutter, mein Vater, die würden alles verstehen. Okay. Ich verstehe, was passiert. Ja. Das ist ein Torpedo, das ist ein ungeordnetes Schiff. Ich mach jetzt Bumm, wenn es da reinfährt. Das versteht also jeder. Und das dann zu zeigen, dass du es auch aufbauen kannst, diese Story, Climax, was E-Sports ausmachen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das haben wir jetzt in einem Spiel, und das würde ich gerne in der Welt zeigen. Leute, was denkt ihr, was fühlt ihr, was wie ist eine Stimmung mit dem? Ja, ich bin sehr gespannt. Gerade viele wissen es ja, ich bin Warships großer Fan und deswegen drücke ich da euch die Daumen und bedanke mich für deine Zeit. Und ja, sage einfach bis zum nächsten Mal. Ich danke dir. Ciao. Bis zum nächsten. Ciao. Bye-bye.